Ja, hallo ihr Lieben, hier ist Christian Schemmeier, Paartherapeut und Beziehungscoach. Nächstes Mal wieder Blog rund um die Themen Dating, Beziehung und Liebe. Ich wollte nur kurz sagen, Selbstliebe-Challenge Advanced geht ja heute los, beziehungsweise gestern, je nachdem, wann ich das Video hochlade. Und könnt ihr gern einsteigen, auch wenn ihr die Basic nicht gemacht habt. Sie ist zwar echt tough, aber ja, wenn man ein bisschen experimentierfreudig ist, ist das durchaus möglich. Genau, dann wirft ihr auch die Fortbildung, Ausbildung, Leadership Coach ihre Schatten voraus, geht im November los, wenn euch dafür interessiert. Und ja, ich wollte auch noch kurz sagen, dass ich auf meinem Privatkanal Love Island kommentieren werde. Das klappt alles soweit. Technisch und sicherlich nicht jeden Tag, das läuft aber 4 Wochen, aber ich glaube, es wird echt lustig. Guckt gerne mal rein und wenn ihr mal ein bisschen leichte Kost haben wollt. Ja, heute haben wir das schöne Thema, bin ich vorgeschädigt durch meine Erziehung? Oder habe ich einen schlechten Charakter? Richtig schöne Frage. Freue mich immer, wenn auch Leute, die, würde ich mal sagen, eher so auf Minuspol sind, Nachrichten schicken. Wir überlegen auch, oder gerade, ob wir ja vielleicht auch einen ersten Kurs mal machen für ja Menschen, die sich eher so auf der Minusseite sehen oder vielleicht sogar eher auf so einer, ja, wenn man jetzt an Täter-Opfer-Beziehung denkt, auf so einer, mehr so auf der Täterseite gerade vielleicht. Und ja, die wollen einfach doch, vielleicht gibt es nicht viele, vielleicht wollen manche an sich arbeiten und ja, finde ich auch sehr gut. Und genau, aber jetzt kommen wir erstmal zur Mail. Lieber Christian, ich finde deine Videos toll, weiter so. Ich habe viele deiner Videos gesehen. Aber keins davon hat sich wirklich mit Menschen mit Migrationshintergrund auseinandergesetzt und ihren Liebesproblematiken. Ich habe keinen russischen Migrationshintergrund. Ja, genau. Heute mal keine russischen Namen. Genau. Ist ja eh, für die, denen das vielleicht nicht klar ist, es ist einfach nur Kunstnamen. Bin in den 20ern und ja, komme aus einer ganz anderen Region der Welt. Das spielt eine Rolle, da Sexualität und Liebe sehr tabuisiert sind. Jedoch hatte ich trotzdem vor der Ehe Geschlechtsverkehr und auch eine längere Beziehung etc. Ja, also ich glaube, es gibt unter anderem auch deswegen keine Videos mit Migrationshintergrund, weil der eigentlich für den Liebeschip, glaube weniger eine Rolle spielt, als man denkt, weil Bindungsthemen, da gibt es auch Forschung zu, sind universell. Also die Bindungstypen, die 4, die es gibt. Ich will jetzt gar nicht so drauf eingehen, wie das Video auch nicht so lang machen, aber sichere Bindung, vermeidend, verlustängstlich und dann so diesen desorganisierten Bindungsstil. Ja, die gibt's überall auf der Welt, ne? Vielleicht unterschiedlich im Ausmaß. Und sicherlich spielt eine Kultur auch mit rein, aber tatsächlich halte ich diese Themen für ja in vielen Punkten gesellschaftlich übergreifend so. Ja. So, mein Problem ist, dass ich seit einigen Jahren in einer Beziehung bin und ständig die Aufmerksamkeit von anderen Männern brauche. Ich hatte sogar schon eine Affäre. Ich vermute jetzt mal, dass die Affäre jetzt nicht, dass sie jetzt nicht offen war. Also, wenn ich das falsch sehe, dann bitte mir nachsehen. Ja, ich verstehe das jetzt mal so. Ich weiß nicht, ob es an diesem Umgang mit Sexualität in meinem Land liegt oder an meiner Erziehung. Ich habe auch kein schlechtes Gewissen. Ich genieße es richtig, all das zu tun, was vorher immer verboten war, um mich auszuprobieren. Aber so langsam belastet es meinen Alltag und ich weiß nicht, ist es Lust oder handle ich aus, trotz wegen meiner Erziehung und dem Hintergrund. Ja, also im Minuspol haben wir ja häufig diese, haben wir nicht die Liebessucht nach einem Menschen, sondern die Liebessucht nach vielen Menschen. Also die Mail ist jetzt sehr kurz, ich weiß nicht, was bei dir der Fall ist. Also ich finde, also erstmal habe ich da jetzt keine auf so einer übergeordneten Ebene überhaupt keine Bewertung. Jeder wühlt sich durchs Leben durch, wie er sich durchwühlt.
Und so, du hast alles Recht der Welt, deine Sexualität leben zu wollen, wie du möchtest. Aber das, was ich mal wieder vertrete, ich finde, man sollte es offen machen. Ne? Ich weiß es nicht, ob du es offen gemacht hast. Da solltest du zu deinem Partner gehen und sagen, du, ich möchte nicht nur mit einem Mann schlafen, ich möchte eine offene Beziehung haben, weil dann, also das finde ich tatsächlich nicht gut, wenn man sich selber Rechte rausnimmt, die man dem anderen nicht zugesteht. Da musst du sagen, ich habe keinen Bock auf eine feste Beziehung, ich will rummachen, mit wem ich will und gesteht dir das Recht auch zu. Ne? Dann ist es sauber und okay und da musst du damit leben, dass es dein Freund auch macht. So, ne? Wenn du es aber heimlich machst, was jetzt ein typisches Minuspol-Thema wäre und sagst, ja, es ist mir egal und unter Umständen sogar ist mir auch egal, weiß ich nicht, also das habe ich jetzt nicht so richtig verstanden, ist es dir egal wegen deiner Sexualmoral in deinem Land vielleicht, dass du sagst, nee, ich möchte mich ausleben, ist dir das egal, okay, oder ist es dir auch egal, was dein Freund dazu sagt, das wäre natürlich, dann würdest du auf die Energie deines Freundes leben, so, ne, und würdest sozusagen in Kauf nehmen, dass er leidet unter deinem Verhalten, so, ne, und ich sagst du vielleicht, er kriegt es vielleicht war es heimlich, er hat es gar nicht mitgekriegt. Würde ich sagen, leidet trotzdem drunter, ne? Also nur weil er es nicht mitkriegt. Ist das nicht so, dass es die Energien nicht trotzdem wirken, so, ne? Also da muss ich dann schon sagen, ja, das würde ich, halte ich für keinen guten Weg. Das wäre manipulativ. Und ja, also da würde ich dich einladen, mal zu gucken, was es jetzt genau ist, so, ne? Und offen mit deinem Freund zu sprechen, so, ne? Weil das ist ja nicht falsch, du darfst das. Also nur, ich bin immer wieder der Meinung, werde ich immer wieder sagen, macht es offen, guckt eurem Partner in die Augen dabei und ja, macht es nicht hinterm Rücken. Und ja, das finde ich halt wichtig. Ne? Und was jetzt gut ist oder was schlecht ist, also Gott, das weiß auch, die Welt ist so verrückt. Also ich meine, wir alle haben hier unseren Weg. Ich finde, das sollten wir auf so einer, wie gesagt, übergeordneten Ebene nicht bewerten. Trotzdem kann jeder Partner für sich bewerten, möchte ich mit dieser Frau zusammen sein, wenn ich mit diesem Mann zusammen sein, tut mir das gut. Ne? Das ist natürlich eine andere Frage, aber ansonsten, ja, muss man halt gucken, ob man einfach zusammenpasst. Ne? Zudem kommt es noch dazu, dass mein langjähriger Freund mich heiraten will. Aber sexuell reicht es mir mit ihm nicht, da er so oft nicht will. Aber freundschaftlich funktionieren wir sehr gut und kuscheln ist auch sehr schön. Ich würde einfach gern wissen, ob ich vorgeschädigt bin durch meine Erziehung oder wirklich, ob es Lust ist oder ich einen schlechten Charakter habe. Das ist für mich eine lustige Frage. Ja, also ich. Wie gesagt, wenn du das gesagt hast mit der Affäre oder es vielleicht sogar offen war, alles fein, dann musst du jetzt einfach mit ihm das Gespräch suchen, musst sagen, wir haben hier eine, irgendwo, was es, denke ich, ist, unteraktivierte Beziehung. Ich möchte mich sexuell noch ausprobieren und ich möchte jetzt nicht heiraten. Fertig. That's all. Wenn du das planen solltest, was ich jetzt dieser kurzen Mail nicht entnehmen kann, aber ich benutze das jetzt mal als Thema, ich hoffe, das ist okay. Wenn du es planen solltest, sowas unter Umständen heimlich weiterzumachen, dann, was ein schlechter Charakter ist, jetzt finde ich irgendwie sehr ungünstiger Begriff, aber dann, ja, würde ich mal sagen, würdest du auf seine Energien leben und das würde ich nicht. Also es ist nicht das, was ich vertrete. Ich finde es nicht in Ordnung, so, ne? Aber wie gesagt, das ist, wir sind alle. Ich bin jetzt keiner, der den ersten Stein wirft. Also will heißen, wir alle haben unsere Macken, unsere Fehler und machen Dinge falsch und deswegen sind alle Menschen. Aber ja, wir wollen irgendwie weiterkommen. Wir wollen vielleicht in 5D kommen und höher schwingende Beziehungen führen und da geht es schon darum, dass jeder das macht, was für ihn stimmig ist, aber eben nicht auf Kosten anderer. Darum geht es meiner Ansicht nach und das würde ich für dich mal prüfen, aber ich glaube auch, ist mir auch nicht so ganz klar, ob du wirklich im Minuspol bist oder einfach nicht bereit bist, dich jetzt zu binden. So, es ist
Okay, wenn du sagst, ich möchte jetzt in meinem Leben 5 Jahre lang so viel Aufmerksamkeit von Männern haben, wie ich haben kann, dann lebt das, aber mach, aber dann sag nicht den Männern, dass du was anderes suchst, so, ne? Und ich würde, ja, auch da geht es um Selbstliebe, dass du dich annimmst mit deinen Bedürfnissen, die gerade da sind und die versuchst auf eine angemessene Weise, auch wenn das hart ist, unter Umständen zu kommunizieren. Also darum geht es aus meiner Sicht. Ja, gut. Freue mich auch über Kommentare, ob ihr Interesse habt an, oder wer vielleicht Interesse hat an so einem Hardcore-Bindungsängstler-Kurs, da überlegen wir gerade. Und ja, ansonsten vielen Dank für deine Mail. Sehr schön, freue mich. Und wir werden uns bald wiedersehen.